Hallo und herzlich willkommen bei Hamburg 1 aktuell. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni und das sind die Themen unserer Sendung. Hotspot Jungfernstieg, Massenschlägerei endet blutig. Rollstuhltrainings für ein sicheres Gefühl im Alltag. Für immer, Tattoos sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Der Jungfernstieg wird vor allem abends zum beliebten Treffpunkt für Jugendliche. Dabei kommt es zu Feiern und lauter Musik, oft mit dabei Alkohol. Auch deswegen gab es hier in der Vergangenheit schon öfter Auseinandersetzungen, so auch vergangene Nacht. Tagsüber lädt der Jungfernstieg zum Entspannen am Wasser und Abkühlung an warmen Tagen ein. In Sommernächten wird Hamburgs berühmteste Flaniermeile immer wieder zum Tatort. Eine 17-Jährige verletzte hier um kurz nach 1 einen 26-Jährigen mit einer Glasflasche. Der Mann erlitt schwere Schnittwunden und kam in ein Krankenhaus. Die minderjährige Angreiferin kam mit auf die Wache und wurde später von ihren Eltern abgeholt. Der Angriff erfolgte im Gemenge einer Massenschlägerei. In den vergangenen Jahren kein Einzelfall am Jungfernstieg. Die Polizei stellt auf Hamburg 1 Nachfrage allerdings fest, wo viele Menschen aufeinandertreffen, kommt es immer wieder leider auch zur Begehung von Straftaten. Das ist insbesondere auch dann der Fall, wenn Alkohol im Spiel ist. Zuletzt haben wir dort aber keine signifikante Häufung von Gewaltdelikten zu verzeichnen. Weiterhin betont die Polizei, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten. Außerdem seien die Beamten in der Gegend auch künftig sehr präsent. Eigentlich sollten die letzten drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland Ende des Jahres stillgelegt werden. Eigentlich. Denn nun mehren sich die Stimmen derer, die eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke fordern. Aufgrund des Ukraine-Krieges sei die Energieversorgung in Deutschland bedroht. Aber ist das Wiederhochfahren der Reaktoren überhaupt ein realistisches Szenario? Wir untersuchen alle Lösungsoptionen, die auf dem Tisch liegen, völlig unvoreingenommen und auch ideologiefrei und gehen ganz pragmatisch an die Sache ran. Die Sache ist nur die, dass man nicht einfach so Kernbrennstäbe auf dem Markt bekommt und in den Supermarkt geht und die schnell einkauft, sondern man muss die speziell für einen Reaktorblock herstellen. Und das dauert circa 1,5 Jahre, bis die dann geliefert werden. Das heißt, für den kommenden Winter würde uns das gar nichts bringen und wir würden keine zusätzliche Energie zur Verfügung haben. Sich mit dem Rollstuhl sicher im Alltag zu bewegen, ist für viele Betroffene eine echte Herausforderung. Vor allem betroffene Kinder sind im Umgang mit ihren Fortbewegungsmitteln häufig unsicher. Ein Pilotprojekt soll das jetzt ändern. Ich bin Aaron Gucci, der beste Interviewmann. Und deswegen gibt's hier ein kleines Interview. Aaron Gucci, 6 Jahre, ist gehbehindert und auch auf eine Gehhilfe angewiesen. Durch das neue Rollstuhltraining an seiner Schule kann er den Umgang mit dem Rollstuhl erlernen. Das Training soll in erster Linie Kindern, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, helfen. Zusammen mit dem Bezirk Altona und der Alexander-Otto-Sportstiftung startet nach den Sommerferien an der Luise-Schröder-Schule das Pilotprojekt. Trainiert werden die Schüler unter anderem von David Lebuser. Ich finde das super, dass wir jetzt endlich anfangen können, auch ein regelmäßiges Bewegungsangebot für RollstuhlfahrerInnen an die Schulen zu bringen. Denn ich persönlich glaube, dass man nur über regelmäßige Angebote langfristig dafür sorgen kann, dass die Kinder einfach ihren Rollstuhl wirklich sicher beherrschen und dann auch sicher im Alltag sind. Die Kinder sollen lernen, wie sie durch bestimmte Rollstuhltechniken sicherer und einfacher durch ihren Alltag kommen. Da die Kids die Fortbewegung mit dem Rollstuhl nicht immer von den Eltern lernen, sorgen die Trainer dafür, dass sie sich bestimmte Abläufe voneinander abgucken können. Der Fokus liegt auf dem Erlernen von verschiedenen Techniken, wie zum Beispiel Fahren, Lenken, Bremsen, Drehen, Kippen und Balancieren. Spaß darf dabei natürlich nicht fehlen. Der muss ausgelebt werden und sie wollen ja auch mit ihren gleichaltrigen Freunden, Freundinnen oder Klassenkameradinnen einfach mithalten können. Deswegen ist einfach wichtig, dass sie möglichst früh auch mit dem Rollstuhl die Mobilität haben, die anderen eben auch zu Fuß haben. Auch dem 6 Jahre alten Aaron bereitet das Training sichtlich Spaß. Das Angebot ist Stand jetzt einmalig in Deutschland. Das ist richtig cool, wenn ich so mache und dann habe ich richtig cool drauf geachtet, wie ich mich drehen kann, wie ich rauskomme und so.
Paralympicsiegerin Edina Müller konnte dabei zusehen, mit wie viel Hingabe die Betreuer das Training gestalteten und wie viel Spaß die Kinder hatten. Die 38-Jährige ist querschnittsgelähmt und ebenfalls an den Rollstuhl gebunden. Ihr letzter Erfolg war der Sieg im Einer-Kajak bei den Paralympischen Spielen 2021. Sie selber hatte als Kind kein Rollstuhltraining und freut sich umso mehr, dass die Kinder nun diese Möglichkeit haben. Ich bin total begeistert. Also ich bin sowieso ein großer Fan von dem Projekt. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich selber habe in der Schule keinen Sportunterricht gehabt und ich weiß, wie wichtig das ist, einfach Spaß zu haben in der Gruppe, sich zu bewegen und natürlich auch zu lernen, wie man mit dem Rollstuhl umgeht. Deswegen bin ich ein absoluter Fan. Die Verantwortlichen freuen sich darauf, nach den Ferien mehr Kinder in dem Kurs zu begrüßen und ihnen ein sicheres Gefühl im Rollstuhlalltag bieten zu können. Und auch schon der kleine Aaron ist nach dem heutigen Tag etwas sicherer mit dem Umgang im Rollstuhl. Jeder fünfte Deutsche ist tätowiert. Mittlerweile ist die Gestaltung der eigenen Haut mehr und mehr auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen und akzeptiert. Grund genug für unsere Kollegin Antonia Strieben, sich einmal für unsere Kameras unter die Nadel zu legen. Süße Smileys, fantasievolle Tiere oder lustige Sprüche. Im Tattoo-Studio Kodiak bekommt unsere Hamburg 1-Mitarbeiterin Antonia heute eines dieser Bildchen unter die Haut. Nach dem What You Get is What You Get-Prinzip werden alle ausgewählten Motive in einem kleinen Kaugummiautomaten gemischt. Gott, ich hab wirklich Angst. Ich hab das Gefühl, es wird eine Wolke. Hier. Ja, es ist ein schon, Leonie. Finde ich richtig geil. Richtig, richtig gut. Das Motiv steht fest und es gibt kein Zurück mehr. Tätowiererin Maya bereitet alles vor. Bei der Auswahl des Tattoo-Studios setzt sie auf das Zusammenspiel vom gewünschten Motiv und dem Tattoo-Künstler. Generell konnte sie eine Sache beobachten. Ich habe das Gefühl, Leute trauen sich insgesamt mehr. Also selbst die, die noch gar nicht so doll tätowiert sind, trauen sich dann mehr an Stellen, wo man damals erst gemacht hat, wenn alles andere voll war. Na, so Hände und so oder halt so im Bereich Unterarme, wo halt sichtbarer wäre, wenn man halt ein kurzes Hemd bei der Arbeit trägt oder so. Wie das mit kurzen Hemden und tätowierten Armen bei der Arbeit so ist, erklärt uns Stefan Preußler. Ich glaube, generell sind Tattoos natürlich heutzutage in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Feldern sind tätowiert. Aber letztendlich kann man das ja heutzutage vergleichen mit einer außergewöhnlichen Frisur, mit einem besonderen Bart, mit besonderer Kleidung. Also letztendlich ist ein Tattoo ja ein Ausdruck einer Persönlichkeit. Und gibt es dabei einen Trend? Die Haut wird zwar bunter, aber nicht unbedingt durch die Farbe, sondern generell, weil mehr Tattoos im Umlauf sind und gestochen sind. Dadurch, dass so ein bisschen auch trendmäßig es in die feineren Tattoos geht, in die dekorativeren Tattoos, sind so die vollflächig bunten, sieht man die weniger. Eine Beobachtung, die uns Antonias Arm bestätigt. Inzwischen ist das Zufallstattoo fertig gestochen und Maya gibt noch ein paar Pflegetipps für den Sommer. Wenn der Schorf ab ist, so nach 2-3 Wochen, kannst du auch gerne wieder ins Freibad und ins Schwimmbad gehen. Bei dem Wetter ist halt ganz schön, aber so Sachen wie Sauna oder Baden gehen, lass das auf jeden Fall mal einen Monat lang bleiben, weil da ist das Schwitzen einfach exzessiv. Und dann 6-8 Wochen lang direkte Sonne vermeiden. Du kannst, wenn der Schorf ab ist und noch ein bisschen länger warten noch, kannst du dich mal informieren. Es gibt auch so sensitive Tattoo-Sonnencreme. Damit ist Antonia ja bestens vorbereitet. Aber gefällt es ihr auch? Ich bin richtig, richtig zufrieden. Das passt sehr, sehr gut in die Lücke. Neben dem Girl Power als Ausrufezeichen. Also ein besseres Tattoo hätte ich mir nicht ausdenken können. Das war ja dann wohl die richtige Entscheidung. Das What You Get is What You Get Prinzip. Sicher nicht für jeden etwas, aber zum Glück hat man ja meistens die Wahl. Ja, und alles Weitere, was in unserer Stadt heute wichtig war und ist, sehen Sie in unseren Kurznachrichten. Der NABU Hamburg hat die am kommenden Wochenende stattfindenden Harley Days kritisiert.
politische Taktlosigkeit trifft umweltschädliche Zweitakter. Anders könne man die Harley-Days im Jahr 2022 nicht beschreiben. So Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg. Motorradfahrende würden nur zum Spaß durch die Stadt scheppern und dabei nicht nur unnötig wertvolle Ressourcen verschwenden, sondern auch dem Klima schaden. Zudem führe das Event zu Lärm- und Luftbelästigungen für Mensch und Tier. Daher fordern sie, die Harley-Days künftig abzusagen. Das Event findet dieses Jahr erstmals seit 2 Jahren Pause wieder statt. Am Donnerstag kommt es unter anderem auch im Hamburger Hafen zu einem ganztägigen Warnstreik. Wie die Gewerkschaft Verdi bekannt gab, wurden Mitarbeiter auch an den Seehäfen Emden, Bremerhaven, Bremen, Brake und Wilhelmshaven aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Grund für den Streik ist der ergebnislose Abschluss der 4. Tarifverhandlungsrunde. Nach der Annäherung in der vorherigen Runde habe man nun einen Rückschritt gemacht, so Verhandlungsführerin Maja Schwiederhaus-Güth. Die Beschäftigten fordern unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 1,20 Euro pro Stunde. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster hat die Hamburger Kinopreise 2022 verliehen. Wie bereits im letzten Jahr konnte das Preisgeld aus Corona-Mitteln mehr als verdoppelt werden und lag bei insgesamt 220.000 Euro. Die höchst dotierten Preise mit jeweils 20.000 Euro gingen an das 3001 Kino, das Abaton Kino sowie die Zeise Kinos. Insgesamt wurden 15 kleinere Kinos und 2 Initiativen ausgezeichnet. Durch die Gelder wolle man die Zukunft der einzelnen Häuser und die Kinolandschaft Hamburg in all ihrer Unterschiedlichkeit sichern, so Carsten Broster. Die Hamburger Kinopreise werden seit 1993 jährlich von der Kulturbehörde zusammen mit der Moin Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein verliehen. In den vergangenen 2 Jahren fand das Japan-Filmfest in Hamburg coronabedingt lediglich digital statt. Heute feiert das beliebte Kino-Event in seiner 23. Auflage die Rückkehr in Hamburgs Kinosäle. Mein Kollege Marco Ostwald hat sich heute Morgen im Frühcafé mit dem Veranstalter über das diesjährige Programm unterhalten. Wir haben einen breiten Genre-Mix. Wir versuchen immer einen wirklichen Querschnitt des japanischen Kinos zu zeigen und nicht nur uns auf ein Genre zu fixieren. Unser definitives Highlight ist unser Eröffnungsfilm, der auch als einer von 5 Filmen für den Publikumspreis nominiert ist. Das ist The Last Gozo und handelt von einer japanischen blinden Shamisen-Spielerin. Also die Gozo, das sind weibliche Shamisen-Spielerinnen, die blind waren. Leider ist das eine Tradition, die inzwischen ausgestorben ist. Ja, über 80 Filme werden bis Sonntag in den 3 teilnehmenden Kinos gezeigt. Im Anschluss an die Sendung sehen Sie den gesamten Talk in unserem Nachgefragt. Und noch eine Meldung vom Sport. Das Gesicht des neuen HSV nimmt langsam Züge an. 2 Personalien konnten heute geklärt werden. Sonny Kittel wechselt nun doch nicht in die USA, sondern wird auch in der kommenden Saison die Raute auf dem Trikot tragen. Außerdem wechselt der slowakische Mittelfeldspieler Laszlo Benes von Borussia Mönchengladbach zum HSV. Und damit kommen wir zum Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Sparda Horizont, dem klimaneutralen Girokonto der Sparda Bank Hamburg. So, ich habe jetzt alles für bestes Sommerwetter geplant und nun hoffe ich, dass das passende Wetter auch kommt. Frank, wie sieht es aus? Ja, da habe ich richtig gute Nachrichten. Das passende Wetter, es kommt tatsächlich pünktlich, so wie es uns am besten gefällt. So ist die aktuelle Wetterlage dazu. Hochfrido und Tiefchiara sorgen im gemeinsamen Miteinander dafür, dass die Temperaturen bei uns deutlich nach oben steigen. Hochsommerwetter stellt sich ein und dann kann man all das tun, was man bei gutem Sommerwetter so gerne macht. Die Temperaturen jetzt in der Nacht nochmal angenehm frisch. Fenster auf, durchlüften, denn in den kommenden Nächten wird es deutlich milder. 10 Grad die tiefsten Temperaturen. Morgen früh die Fenster dann schließen, dann bleibt die frische Luft noch ein bisschen drin. Draußen kann man auf den Thermometern der Stadt beobachten, wie die Temperaturen deutlich ansteigen. 23 Grad schon am Vormittag, 28 Grad Hochsommerwetter sind es am Nachmittag. Es ist der perfekte Tag vielleicht tatsächlich, wer Zeit hat für einen Besuch im Freibad. Auch am Abend bleibt es freundlich, sonnig und trocken bei Temperaturen um 21 Grad. Die Nacht zum Freitag ist mild, 17 Grad, die tiefsten Temperaturen. Der Freitag erneut sommerlich heiß, aber deutlich feuchter am Nachmittag. Einzelne Schauer und Gewitter können sich einstellen. Am Samstag freundliches Sommerwetter bei Sonne und Wolken im Wechsel. Steigen die
die Temperaturen auf 27 Grad. Der Sonntag ist erneut zunächst freundlich. Später kann es erneut Schauer und Gewitter geben. Die haben dann sogar Unwetterpotenzial. Das Ganze bei hochsommerlichen 29 Grad. Und am Montag gibt es eine vorübergehende kurze Abkühlung. Einmal ein bisschen durchatmen. 23 Grad die Tageshöchsttemperaturen. Aber die Sonne, sie ist schon schnell wieder dabei. Machen Sie das Beste aus diesem Wetter. Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank dafür, Frank Böttcher. Das war's im Moment von Hamburg 1 aktuell. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.